Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der 40M Nimrod Selbstfahrerfette von Hobbybosse Maßstab 1 zu 35. Dieses Fahrzeug wurde zwischen 1941 und 1945 von der ungarischen Armee zur Flugabwehr und zur Panzerabwehr eingesetzt, bewaffnet mit einer 40mm Boforskanone. Das mag jetzt im Jahr 1945 zur Panzerabwehr nicht mehr viel getaugt haben, aber 1941 war das noch nicht ganz so schlecht. Das Fahrzeug ist ein ungarischer Lizenznachbau des schwedischen Landswerk L62 Flakpanzers, der auf dem Landswerk L60 basiert. Das war ein leichter Panzer, den die Ungarn schon ein paar Jahre zuvor in Lizenz in Ungarn nachgebaut haben unter dem Namen 38M Tolli. Und da hat sich dann eben angeboten, nachdem eben schon die entsprechenden Maschinen und so vorhanden waren, dass man dann eben auch noch die Lizenz für die nächste Variante auch noch erwirbt. Die Unterschiede zum L60 bzw. zum Toldi-Panzer ist das verlängerte Fahrwerk, der breitere Aufbau und natürlich der unterschiedliche Turm hier eben mit dem Flakgeschütz drin. Das ist ein recht interessantes Fahrzeug. Die Ungarn haben ungefähr 135 Stück gebaut. In Schweden wurden auch einige gebaut und dann auch nach Finnland verkauft, die diese Fahrzeuge dann auch im Zweiten Weltkrieg verwendet haben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob man mit dem Bausatz auch eine finnische Variante bauen kann. Ich kann mir leicht vorstellen, dass es da doch einige gravierende Detailunterschiede gibt. Dann noch kurz was zum Bausatz selber. Der stammt aus dem Jahr 2013, ist also noch nicht so alt. Hobbybosse hat ja einige ungarische Fahrzeuge im Angebot, was ich recht interessant finde. Andere Hersteller haben das jetzt in der Form nicht in dem Maßstab. Deswegen finde ich das ganz löblich. Ich habe auch schon vor vielen Jahren den 38M Tolli hier vorgestellt in dem Video und auch gebaut. Da gab es ein paar Kritikpunkte und die werden wir hier auch wieder sehen, aber dazu später mehr. Die Schachtel ist relativ breit, dafür aber nicht sehr hoch und sehr stabil ausgeführt. Das ist typisch für Hobbybosse, finde ich gut. Dann kann man die Bausätze auch einige Jahre ganz gut lagern, ohne dass sich die Kartons irgendwie auflösen. Das finde ich immer total nervig, wenn das passiert. Ja, auch innen macht das Ganze einen guten Eindruck. Wir haben hier, wie wir das auch von Trumpeter kennen, so ein eigenes Abteil, wo noch ein paar Teile besonders geschützt sind. Die Foto-Edge-Teile sind hier mit einem Stück Karton noch geschützt, gegen Verbiegen. Dann haben wir hier die Bauanleitung und ein bisschen Werbung. Und die Spritzlinge sind größtenteils einzeln eingewickelt. Das finde ich ganz gut. Hier haben wir auch noch ein bisschen so Schaumfolie dazwischen. Also das ist eine vorbildliche Verpackung. Da kann überhaupt nichts zu Bruch gehen. Fangen wir mit der Bauanleitung mal an. Hier auf der ersten Seite die üblichen Sicherheitshinweise und Zeichenerklärungen. Dann haben wir hier eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen. Ist ganz gut, um den Überblick zu behalten. Hier unten wird dann noch aufgelistet, welche Bauteile hier nicht verwendet werden sollen. Ja, dann geht hier der Zusammenbau los, ganz klassisch mit den ganzen Laufrollen. Dann geht es weiter hier mit der Unterwanne. Da sind diverse Anbauten zu tätigen. Sieht doch ganz übersichtlich aus. Die Bauanleitungen von Hobbybosse sind jetzt auch nicht die schlechtesten. Kommt man, glaube ich, mit klar. Dann hier die Ketten. Die liegen als Einzelgliederketten bei. Das ist auch der große Schwachpunkt dieses Bausatzes, aber dazu später mehr. Es liegt dann auch eine rudimentäre Inneneinrichtung bei für die Wanne. Finde ich eigentlich ganz gut hier mit Fahrersitz und auch hier mit der Getriebeeinheit und diversen Schotts. Ja, das Ganze wirkt vielleicht ein bisschen klobig, aber so viel sehen wir davon später, glaube ich, eh nicht mehr. Von dem her ist das, glaube ich, okay. Ja, dann kommt die Oberwanne drauf. Hier mit diversen Anbauten. Da werden hier auch einige Foto-Edge-Teile verbaut an den Schutzblechen. Auch hier vorne. Ja, macht eigentlich einen ganz passablen Eindruck. Dann geht es hier weiter mit dem Turm. Da bauen wir zuerst mal die Boforskanone zusammen. Nicht ganz unaufwendig das Ganze hier mit den ganzen Streben und Hebeln und diesen ganzen Dingen, aber
Ja, ist, glaube ich, machbar. Das Kanonenrohr ist einteilig. Da lohnt sich es bestimmt auch, vielleicht ein Alurohr einzubauen. Aber ich denke, das Bausatzteil sollte auch passen. Ja, hier mit diversen Sitzen und so, also das gibt sich schon ganz gut detailliert. Kann man später ja auch schön sehen, da der Turm ja oben offen ist. Ja, hier dann die Bereitschaftsmunition an den Turmwänden. Ja, ganz übersichtlich dargestellt. Turmkorb, das dürfte, glaube ich, ein Funkgerät sein oder zumindest ein Gehäuse dafür. Ja, und dann ist der Flakpanzer auch schon beieinander. Also das ist, glaube ich, machbar, ist jetzt nicht so der komplizierteste Bausatz. Die Bemalungsanleitung ist auf einem separaten Blatt gedruckt, und zwar in Farbe. Das finde ich schön. Kann man auch das Tannmuster ganz gut erkennen, was da verwendet wurde. Die Fahrzeuge gab es aber auch komplett in Grün, vor allem gegen Ende des Krieges. Wer also da sich das Ganze ein bisschen einfacher machen will. Es ist nicht näher spezifiziert, welches Fahrzeug das darstellen soll. Das ist ein bisschen schade, da die doch eine recht lange Einsatzzeit hatten. Ja, muss man halt dann gegebenenfalls selber recherchieren. Hier unten haben wir eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Mr. Hobby, Vallejo, Model Master, Tamiya und Humbrel. Das ist eine schöne Auswahl. Da sollte eigentlich jeder was mit anfangen können. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier die Unterwanne. Da gibt es jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Die einzigen Details sind hier hinten die Lagerungen fürs Leitrad. Alles andere wird hier eben später angebaut. Drum sind hier nur diverse Löcher zu sehen. Ja, hier unten so Angüsse, die sollte man vielleicht versäubern. Ja. Ansonsten kann ich hier jetzt keine groben Makel erkennen. Bisschen Gussgrat hier und da, aber keine Sinkstellen oder Verzug im Teil. Ist auch sehr massiv ausgeführt. Ja, sollte passen. Ja, erstaunlich unbemerkenswertes Teil. Ja, sollte seinen Zweck erfüllen. Die Auswerfer hier an der Innenseite, ja, sollten jetzt kein großes Problem sein. Wir haben zwar einen Innenraum, aber ich denke, das wird größtenteils verdeckt. Oder zumindest nicht einsehbar sein. An der Oberwanne gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Wir haben hier vorne zum Beispiel sehr schöne Schraubköpfe. Die Fahrerluke ist offen darstellbar. Ja, auch hier kann ich keine gröberen Mängel erkennen. Bisschen Gussgrat hier und da, aber nichts Schlimmes, keine Sinkstellen oder ähnliches. Das Motordeck. Hier können wir nichts offen darstellen. Die Luke ist schon angegossen, genauso wie hier diese Deckel. Ich nehme an, das sind die Tankdeckel. Und auch diese Lüftungsschlitze sind ja schon angegossen und nicht durchbrochen. Das ist ein bisschen schade. Das hätte das Modell, glaube ich, schon noch ein bisschen aufgewertet. Ja, alles in allem macht es einen guten Eindruck. Die Passgenauigkeit ist auch ganz okay, wenn ich jetzt hier mal die Unterwanne dran halt. Also passt, bin ich schon zufrieden. Der Spritzling A liegt dreimal bei und da finden wir diverse Teile, die ans Fahrwerk gehören, aber auch hier die Flakmunition. Ja, die Laufrollen sind auf jeden Fall schön detailliert. Hier auch der Gummibelag sauber abgesetzt. Kann man also gut lackieren später. Schön finde ich auch, dass die Teile nur wenige Verbindungspunkte zum Gießast haben. Da tut man sich dann beim Versäubern auch etwas leichter. Ja, hier dann die Schwingarme. Macht einen guten Eindruck. Also ich kann hier keine Fehler oder Makel erkennen. Der Spritzling B liegt doppelt bei und auch hier haben wir wieder diverse Fahrwerksteile, vornehmlich das Treibrad und Leitrad. Macht auch einen ganz guten Eindruck, wobei zum Beispiel hier diese, ja, Anlenkhebel
ein bisschen klobig aussehen. Sind wahrscheinlich am Original ein bisschen feiner ausgeführt. Trotzdem auf jeden Fall brauchbar. Das sind hier, glaube ich, so diverse Sitze für den Turm. Und das dürfte was von der Abgasanlage sein. Der Endtopf, glaube ich. Zumindest eine Hälfte davon. Ja. Solide Sache auf jeden Fall. Ich habe schon, ja, etwas filigranere Teile gesehen, aber ich denke, damit kann man arbeiten. Machen wir weiter mit Spritzling C. Hier haben wir diverse Teile der Unterwanne, aber auch hier der Boden des Turms. Das sind hier die Schutzbleche. Ja, sind sehr glatt ausgeführt. Ich denke, beim Original war das auch so. Da war keine Anti-Rutsch-Textur drauf. Innenseite sehr glatt mit Auswerfmarken. Die sollte man einfach abschleifen. Da braucht man, glaube ich, keinen Spachtel. Das reicht einfach, wenn man das dünn schleift. Das hier ist das Schott zum Motorraum. Diese Öffnungen sind nicht durchbrochen, nur angedeutet. Das reicht auch. Der Boden hat eine schöne Anti-Rutsch-Textur. Sollte man später auch relativ gut sehen können von oben. Ja. Auch hier sind die Teile etwas klobig und wenn sie filigran sind, so wie hier, dann sicherlich kein Spaß zum Auslösen. Da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig vorgehen, damit da keine Beschädigungen auftreten. Am nächsten Spritzling haben wir auch wieder Teile für die Unterwanne. Hier zum Beispiel dann die Getriebeeinheit, die wie erwartet recht klobig ausfällt, aber wie schon erwähnt, davon sehen wir später relativ wenig und es ist zumindest dann ja angedeutet im ausreichenden Maße. Hier dann die Abgasanlage, die zweite Hälfte. Ja, das hier dürften noch die Aufnahmen für die Achsen der Drehstabfederung sein. Staukisten hier. Sauber gefertigt alles. Auch hier wieder wenig Verbindungen zum Gießast, weshalb sich das Ganze schnell auslösen und versäubern lassen dürfte. Ja, typischer Hobbyboss-Bausatz. Nicht übermäßig fein ausgeführt, aber ich finde durchaus angemessen und ausreichend. Am Spritzling E findet man dann Turmteile. Schön finde ich, dass hier dieses Turmoberteil einteilig ist. Dann hat man da schon mal keine Passprobleme, wenn das aus mehreren Platten bestehen würde. Ist auch ja recht dünn gefertigt. Weiß jetzt nicht, ob das ganz maßstabsgetreu ist, aber ja. Ich finde das auf jeden Fall mehr als okay. Ja, Oberflächentextur sehr glatt. Kann man vielleicht ein bisschen aufrauen mit Mr. Surfacer, wenn man das will. Wir haben hier eine feine Schweißnaht, immerhin. Innenseite. Ja, hier unten Auswerfer, aber die sehen wir später nicht. Ja. Finde ich gut. Wenn ich daran denke, an diverse Tamiya-Bausätze, was da im Innenraum immer zu versäubern ist, vor allem was eben die Auswerfmarken angeht, ja, das ist ein bisschen nervig, aber hier gut gelöst. Wir finden hier auch ein paar filigrane Teile, hier so diverse Gestänge, die da zur Flak gehören. Macht einen guten Eindruck, finde ich schön. Klar, hier haben wir ein bisschen mehr zum Versäubern, aber das sollte kein Problem sein. Das ist eine Standardprozedur. Und am Spritzling F findet man dann die Teile für die Bofors-Flak. Ja, das Gerät ist nicht ganz unaufwendig, wie man sehen kann. Sehr viele Einzelteile, die hier zu verbauen sind. Aber
Das Ganze sollte machbar sein. Wir haben hier sehr filigran ausgeführte Gestänge. Hier dann das Geschützrohr mit offener Mündung. Sieht eigentlich ganz passabel aus. Ja, kann man auf jeden Fall hernehmen. Alurohr ist sicherlich immer schöner, aber das Bausatzteil ist auch schon ganz annehmbar. Ja, kein Grat zu sehen, keine Fischhäute, perfekter Spritzguss hier. Also, ja. Davon abgesehen, dass einige Teile ein bisschen grob aussehen, haben wir auch ein paar filigrane Teile dabei und die Qualität insgesamt ist auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Kommen wir jetzt zu den Ketten, die leider ein echtes Problem darstellen. Der Spritzling liegt in 11-facher Ausführung bei und die Detaillierung der Ketten ist eigentlich auch ganz schön, also so weit, so gut. Das Problem ist nur folgendes: zum einen die Versäuberungsarbeit, die wir hier leisten müssen, ist jetzt nicht ganz ohne, zumal auch diese Ketten sehr leicht kaputt gehen, wie ich feststellen musste bei meinem Toldi-Panzer, den ich vor einigen Jahren gebaut habe, weil eben auch die Angüsse so ein bisschen in die Teile übergehen. Also da muss man alles sorgfältig nachbearbeiten, was doch ziemlich nervig sein kann. Das ist allerdings so nicht das Schlimmste, denn diese Ketten passen leider überhaupt nicht ineinander. Die sind zu breit, diese Verbindungsstellen. Also man müsste dann ja jedes Kettenglied hier vorne ein bisschen schmäler feilen und dann kann man vielleicht hoffen, dass man eine Chance hat, denn die Klebefläche ist viel zu klein. Also das ist leider Note 6. Ich weiß das, weil ich eben vor einigen Jahren schon den Toldi gebaut habe von Hobbyboss und ja, da war nichts zu holen. Da muss man leider sich anderweitig nach Ketten umschauen. Die sind so, wie sie sind, nicht baubar. Also lieber in die Tonne damit und sich Friul-Ketten holen. Da darf man sich aber auch nicht täuschen lassen. Hier steht zwar drauf Toldi Nimrod. Sollte ja die gleiche Kette sein, allerdings ist der Nimrod ein bisschen länger. Da ist noch eine zusätzliche Laufrolle mit dabei, deswegen reicht die normale Toldi-Kette von der Länge nicht aus. Das ist dann bei Friul irgendwann aufgefallen und sie machen jetzt ein eigenes Set dafür, wo dann eben ein paar mehr Kettenglieder drin sind. Da muss man auch aufpassen. Sonst kauft man für viel Geld die Ketten und dann ja, sitzt man wieder in der Tinte. Deswegen mein Tipp, da genau darauf achten, dass auch die Anzahl stimmt. Dem Bausatz liegen auch einige sinnvolle Foto-Ads-Teile bei. Wir haben hier vornehmlich einige Ösen, die an den Turm gehören, wo dann eben Tannmaterial befestigt werden kann und hier auch einige Halterungen für die Schutzbleche seitlich und noch so ein paar andere Dinge. Die Platine ist, wie bei Hobbyboss üblich, relativ dick ausgeführt. Mich stört das nicht, das macht die Verarbeitung der Teile auch etwas einfacher. Ja, schöne Sache. Werte das Modell auf jeden Fall gehörig auf. Der Abziehbilderbogen fällt hier recht klein aus. Der Bausatz beinhaltet auch nur eine Markierungsvariante. Wir haben hier drei ungarische Hoheitszeichen aus der Zeit und noch eine Nummerntafel. Ja, viel mehr ist es nicht. Die Abziehbilder sind ja sehr glänzend, haben aber dafür einen kleinen Trägerfilm. Ja, sehen immer ein bisschen billig aus, aber in meiner Erfahrung funktionieren die wirklich ganz gut. Also da hatte ich eigentlich nie wirklich gröbere Probleme. Also ich denke, die sollten sich ganz gut verwenden lassen. So gern ich den Bausatz loben möchte, fällt es mir im Anbetracht dieser wirklich miserablen Ketten, die Hobbyboss da abgeliefert hat, wirklich schwer.
Alles andere ist ganz annehmbar ausgeführt, auch wenn manches vielleicht ein bisschen klobig aussieht. Wir haben auch filigrane Teile dabei und Foto-Ads-Teile. Also ich denke, das Gesamtpaket ist da ganz in Ordnung. Aber wie schon gesagt, die Ketten sind halt einfach eine Frechheit. Da muss man auf jeden Fall in Prio-Ketten zum Beispiel investieren. Deswegen würde ich auch sagen, dass der Bausatz nur was für absolute Enthusiasten ist, die wirklich konkret an dem Fahrzeug interessiert sind. Für den Modellbauer, der einfach was zusammenkleben will, ist das eher nichts, weil ja, da hat man dann nicht so eine Freude dran, wenn man da so Ketten im Bausatz findet. Der Bausatz kostet hierzulande so zwischen 35 und 40 Euro. Wenn man jetzt da nochmal für 30 Euro die Ketten einkalkuliert, ja, gerät das Ganze schon relativ teuer. Immerhin ist es noch billiger wie so mancher Dragon-Bausatz, wenn man ehrlich ist. Und da muss man meistens auch noch Ketten dazu kaufen. Leider ist die ungarische Panzerwaffe im Zweiten Weltkrieg doch ein recht obskures Thema und ich wusste da auch nicht so viel drüber, aber ich konnte viele nützliche Informationen aus zwei Büchern herausziehen, und zwar hier einmal Hungarian Armored Forces in World War II und zum anderen hier Operational History of the Hungarian Armored Troops, beides von Kagero. Sind schöne Heftchen, gut geschrieben, viele nützliche Bilder drin und Informationen zu solchen Fahrzeugen, ja, damit man dann auch weiß, was man tut, wenn man so ein Modell baut. Ja, kann ich noch empfehlen, wer da Interesse hat. Die Bücher sind auf Englisch, auf Deutsch wird man da wenig finden zu dem Thema, vielleicht noch am ehesten auf Ungarisch, aber ja, damit muss man dann eben leben. Also wenn man der englischen Sprache nicht ganz so mächtig ist, ja, muss man sich vielleicht jemanden suchen, der einem da vielleicht ein bisschen mit einer Übersetzung helfen kann. Alles klar, das wäre jetzt alles zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.